Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974 und das ist Double Dragon Neon. Ja, Steam Sale, 99 Cent. Da muss ich zugreifen. Wer das komplett sehen will, sollte dem Alpha Chief einen Blick gönnen, denn er hat das Ding durchgezockt. Da fällt mir uns übrigens ein, irgendwann war da was noch mit dem Bossgegner. Ich glaube, das sollten wir ihm mal schreiben, was er 2016 zu tun hat. Vielleicht zeige ich auch mehr von dem Titel. Mal gucken. Ich zeige euch auf jeden Fall den ersten Level, weil der zweite Level hat dann Musik. Die würde ich grundsätzlich nicht laufen lassen. Das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Aber es ist sehr geil, 80er Jahre eingefangen und ich glaube, es gibt keinen auf dem Planeten, der nicht Double Dragon kennt, ja? Ich glaube, der Urvater des Side-Scroller Beat'em-Up hast du nicht gesehen. Und ich möchte auch kurz hier mal bei der Story einfach die Klappe halten. Es wird großartiges Storytelling passieren. Ja. Das war die Story. Deswegen hauen wir jetzt Leuten auf die Mütze. Marion? Oh man, not this again. Die 80er Jahre waren verdammt einfach. Ja, so fing auch Double Dragon 1 an. Natürlich auf dem Arcade legendär, aber es gibt verdammt viele gute Double Dragon Versionen. Ich finde sogar die Atari 2600 Version richtig gut. So, okay. Wir nehmen jetzt einen vors Maul. Steuerung ist sehr einfach gehalten. Vielleicht teilweise ein bisschen schon zu einfach. Es gibt einen, soll ich sagen, weichen Angriff und einen harten Angriff. Und es gibt tatsächlich auch sowas ähnliches wie einen Finisher. Dann natürlich kann man sich der Gegenstände bemächtigen. Klar. So. So. Das ist der Finisher. Schön. Nimm mal den Baseballschläger hin, du brauchst den eh nicht. So, komm, schwer auf. Touchdown! Ich würde dich bei der Sportfrage beim Jauch nicht anrufen, glaube ich. Natürlich auch. Sorry. Okay, du bist schon echt. Natürlich, wenn man so Gegenstände kaputt macht. Kriegt man Items, und das ist die gute Cola, die gibt Health. Das ist Linda. Linda ist das Peitschenmädel. So. Das können wir aber auch. So. Bei mir kostet das sogar gar nichts. Das ist gratis. So. Komm, wo sind die nächsten? Wir haben doch keine Zeit. Passen müssen. Also das Typische an diesen Games ist natürlich, dass man sich möglichst nicht irgendwie hier cornern lässt. Und dass man schön guckt und möglichst die Leute so platziert, dass mehrere Leute was kriegen. Mit den Tapes kann man was freispielen. Sollte man auch versuchen, dass man das alles hat. Und diesen lustigen kleinen Video nicht mehr ergänzen können. Das ist jetzt eine blöde Position. Ja, okay, da bist du richtig. Das ist klar. Weg. Jetzt aber. Scheiße. So, das können wir auch mitnehmen. Na komm. Ist dann einer, wo man was testen kann. Da. Jetzt mal ein bisschen was auseinandernehmen. Ich bin beim Testen, bin übrigens eiskalt da vorbeigerannt. Den Schlüssel. Nein, nicht werfen. Ich weiß, du bist nur ein 80er-Jahre-Actionheld, aber benutze Schlüssellock. Ich glaube, das kriegt man vielleicht noch hin. In dem Sinne, ne? Wenn wir kaputt haben.
Kohle hätte ich jetzt gar nicht heben müssen. Er sieht schon, greifen ist nicht unbedingt die Stärke unseres Helden. Von Bimmy, Jimmy und dem Fieber-Typ. Es gibt ja auch von Double Dragon einen großartigen Realfilm. Achso, der kommt da auch schon scheiße. Das war so klar. Abobo ist gut. So. Nicht gut, Abobo sauer, ha? Nicht gut, wenn Abobo sauer. So, jetzt aber. Mal noch. Jetzt aber. Yes. So, das war doch sogar relativ okay. Gut. Kommen wir schon in den nächsten Abschnitt. Aber so lange ist Level 1 nicht das Ganze. Level 2 hatten wir leider dann einen gesungenen Song. Und ich wollte euch auf jeden Fall jetzt hier in dem kleinen Promo-Video auch die geniale Double Dragon Musik geben, die ihr wirklich auch geil remixed worden ist. So, komm, wo seid ihr? Da ist der. Ja, gute Förderband, Fußband, was auch immer. Das gab es im Original auch. Und hier ist es nicht ganz so schlimm. Im Original war es natürlich, wenn du runterfällst, Instant Death. Ist klar. Das ist ja jetzt Ion. Ist man ja ein bisschen humaner, wobei bei den Kämpfen das Team so weg ist. Alter! Lass mir mal den Baseballschläger. Du kannst den eh nutzen, so. Grand Slam ist ja irgendwie nicht ganz so falsch. Wobei Home Run auch noch besser wäre, aber. Ich glaube, man kann auch. Ja, du meinst, es gibt im Baseball auch Grand Slam. Das ist, wenn man alle vier nach Hause geht. Ja. Also Home Run und dann die drei. Und Faktor. Die drei Bases besetzt hat und dann alle nach Hause bringt. Übrigens auch irgendeiner Maschine. Die Grand Slam ist 4 Bases, ne? Es gibt nur 3. Das eine ist die Startbase. Ah, du bist doch. Bom. Zack. Was ist der nächste? Ich will ruhen. Nicht ganz so beeindruckend. War schon Level 1? Ja, es war schon Level 1. Na ja, gut. Habt ihr nicht mal 10 Minuten gekriegt. Holt. Und ihr seht, da gibt es dann auch Shops und Tapes und was weiß ich nicht alles. Ja, es ist ganz putzig, denke ich. Also auf jeden Fall. Ja, der Alpha Schief hat es komplett Let's Played, da könnt ihr es euch angucken, aber ist ja kein Scheiß-Game. Wirklich nicht. Ja, mehr wollte ich euch jetzt auch nicht zeigen, außer eben kurzes Ding, weil eben jetzt wie schon geht die Musik los und das müsste ich jetzt muten und da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Vielleicht mache ich da auch ein bisschen mehr von, mal gucken. Aber wer 80er Jahre Fan ist und auf so einen Scheiß steht, der sollte zugreifen, das wird wahrscheinlich beim nächsten Sale auch wieder so bei 1€ landen und da soll jetzt echt zugreifen. It is Double Dragon. It is Kult. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.